Werbung. Im Osnabrücker Land ist der Umgangston die schönste Musik. Wir bei der Volksbank EG Bad Lahr, Borglo Hilter Melle, wissen, wie gutes Miteinander noch etwas besser wird. Wir freuen uns auf Sie bei einem Gespräch oder einem genossenschaftlichen Kaffee. Bei der ältesten Genossenschaftsbank im Osnabrücker Land haben Sie die Wahl. Meine Heimat, meine Bank. Die Volksbank EG Bad Lahr, Borglo Hilter Melle. Meine Bank im Osnabrücker Land. Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Herzlich willkommen an diesem Montag im News-Podcast der NOZ. Wir schreiben den 27. November. Ich bin Bastian Rabeneck und folgende Themen aus der Region habe ich euch heute mitgebracht. Das Warten hat ein Ende. Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück öffnet heute. Zwischen den blinkenden Buden stehen natürlich wieder Weihnachtsbäume. Woher die eigentlich kommen und wie ihr euch kostenlos einen davon sichert, verrate ich euch gleich. Für alle Autofahrer, hier stehen diese Woche die Blitzer im Landkreis Osnabrück. In unserer Immobilienserie geht es diese Woche um Zwangsversteigerungen. Eine Expertin gibt Tipps, was es zu beachten gibt, wenn man ein Haus kauft, das unter den Hammer gekommen ist. Außerdem erfahrt ihr bei mir, wie ein Therapiehund Kita-Kindern hilft. In Bohmte gibt es nämlich einen und unsere Reporterin Hanna Baumann hat ihn und seine Besitzerin getroffen. Aber nun erstmal zurück nach Osnabrück. In den vergangenen Podcast-Folgen haben wir oft darüber gesprochen, heute ist es endlich soweit. Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück startet. Wie ihr sicher wisst, stehen dort zwischen Buden, Riesenrad und Karussell zahlreiche Weihnachtsbäume in der Innenstadt. Die hatten keine allzu weite Anreise hinter sich, sie kommen nämlich aus der Region vom Hof Droste in Belm. Dort werden die Bäume speziell für Weihnachten herangezogen, auch der große Tannenbaum vor dem Osnabrücker Rathaus. Der ist stolze 14 Meter hoch. Bevor ein Baum diese Höhe erreicht, dauert es 25 bis 30 Jahre. Mit dem Wissen könnt ihr beim Bummel über den Weihnachtsmarkt dann erstmal ein bisschen angeben. Diese lange Zeit verbringt ein Baum aber meist nicht komplett auf dem Belmer Hof, sondern vorher in einer Baumschule in Schleswig-Holstein. Nach etwa 4 Jahren kommen die Exemplare auf eine Fläche in der Nähe von Osnabrück und dann irgendwann auf den Weihnachtsmarkt. Gut 200 Bäume liefert der Hof Droste nach Osnabrück, 80 Stück an die Gemeinde Belm. Es kommen aber auch private Kunden auf den Hof, um sich den Tannenbaum ihrer Träume zu sichern. Bereits Ende November kämen die ersten, sagt Händler Ralf Droste. Um den 10. Dezember gehe es dann so richtig los mit dem Verkauf. Der schönste Baum sei dann allerdings schon nicht mehr da. Den hat sich die Familie Droste dann schon selbst ins Wohnzimmer gestellt. Übrigens, wenn ihr Glück und noch etwas Geduld habt, könnt ihr euch auch ein Exemplar sichern. Alle kleinen Bäume vom Weihnachtsmarkt in Osnabrück dürfen laut Stadtmarketing am 22. Dezember ab 15 Uhr kostenlos mit nach Hause genommen werden. Bei den größeren heißt es aber Finger weg, die bleiben bis zu den Heiligen Drei Königen am 6. Januar stehen. Wer hin und wieder zu schnell mit dem Auto unterwegs ist, der sollte jetzt genau hinhören. Wir haben nämlich ein kleines Blitzer-Update für euch vorbereitet, damit ihr nicht in die Falle tappt, so wie ich gerade übrigens vergangene Woche. Die genauen Standorte der Blitzer werden von der Stadtverwaltung nicht mitgeteilt. Wir können aber sagen, an welchen Orten Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt werden. Heute ist laut Blitzerplan Belm dran. Also haltet euch auf dem Weg zum Weihnachtsbaumkauf an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Am Dienstag folgt Osterkappeln, am Mittwoch Melle und am Donnerstag wird in Fürstenau geblitzt. Den Abschluss am Freitag macht dann Hagen. Alle Infos könnt ihr auch nochmal nachlesen auf noz.de. Den Link findet ihr wie immer in unseren Shownotes. In unserer Immobilienserie beschäftigen wir uns regelmäßig mit dem Thema Wohnen in Osnabrück. Letzte Woche ging es darum, ob das Konzept Wohnungstausch die Lösung gegen die Wohnungsnot in der Stadt sein kann. Wenn euch das interessiert und ihr die Folge verpasst habt, dann hört dort doch gerne nochmal rein. An diesem Mittwoch geht es jedenfalls in unserer Serie weiter, dieses Mal mit dem Thema Zwangsversteigerungen. Die Osnabrücker Bausachverständige Ines Roos gibt Tipps, wie der Kauf eines Hauses, das unter den Hammer gekommen ist, nicht zur Kostenfalle wird. Da gibt es nämlich einiges zu beachten. Oft kann man die Immobilien nicht vorab besichtigen und weiß dementsprechend gar nicht, in welchem Zustand sich das Haus befindet.
ganz schön schwierig, also es lohnt sich mal reinzuklicken ab diesem Mittwoch auf noz.de. Wenn ihr noch einen Fun Fact für die nächste Party braucht, kann ich euch heute noch einen liefern. Forscher der Washington State University haben herausgefunden, dass es eine super effektive Anti-Stress-Maßnahme ist, einen Hund zu streicheln. Schon nach 10 Minuten sinkt das Level des Stresshormons Cortisol im Körper stärker als bei anderen Entspannungstechniken. Das kam bei einem Versuch mit gestressten Studenten heraus. Den positiven Effekt der wuscheligen Vierbeiner macht sich auch die Kita Wirbelwind in Bohmte zunutze. Der Berner Zen-Mix Champ besucht regelmäßig zwei integrative Gruppen dort. In integrativen Gruppen werden körperlich oder geistig behinderte Kinder gemeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut. Und jetzt eben auch mit der Unterstützung von Vierbeiner Champ. Der Hund gehört der stellvertretenden Kita-Leiterin Franziska Heidland. Champ hat eine richtige Ausbildung zum Therapiehund abgeschlossen. An zwei Tagen die Woche besucht er die Kita-Gruppen. Bevor Champ seinen Job angetreten hat, wurde alles mit der Landesschulbehörde, dem Gesundheitsamt und den Eltern abgeklärt. Es gibt strenge Auflagen für Allergiker und Kinder, die nicht mit dem Hund in Kontakt kommen wollen. Zwei Tage in der Woche ist Champ seit April bei den beiden integrativen Kita-Gruppen zu Besuch. Unsere Reporterin Hanna Baumann war zu Gast und hat erfahren, was die Kinder schon von Champ gelernt haben. Die Kita-Leiterin berichtete, dass die Kinder durch den Hund deutlich selbstbewusster geworden sind. Beispielsweise, wenn sie ein Kommando geben und der Hund darauf eben richtig reagiert, steckt das ungemein das Selbstbewusstsein. Auch bei Kindern, die sprachlich eingeschränkt sind, kann sie bereits eine Verbesserung feststellen. Die Hundekommandos können sie schon viel besser artikulieren. Vielen Dank an meine Kollegin Hanna Baumann und damit sind wir am Ende von Moin Osnabrück angekommen. Die nächste Folge hört ihr morgen früh ab 5 Uhr, dann wieder mit meiner Kollegin Elena Werner am Mikrofon. Startet gut in die neue Woche. Bis bald.